Ihr merkt schon, diese Woche ziehen wir mal so richtig durch und deswegen geht es jetzt nach der Boeing 727 in unserer Videoreihe um den ersten Airbus mit dem mittlerweile sehr gut bekannten Sidestick. Es geht um ein Flugzeug, das Airbus bauen musste, um endlich mit den amerikanischen Flugzeugherstellern mithalten zu können. Es geht um ein Flugzeug, das eine ganze Menge richtig gemacht hat und dessen Potenzial bis heute immer noch nicht komplett ausgeschöpft ist. Es geht natürlich um den A320. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und der Airbus A320 ist vielleicht für den einen oder anderen von euch das Flugzeug, mit dem derjenige das erste Mal geflogen ist. Oder vielleicht das Flugzeug, mit dem er am häufigsten fliegt. Denn viele Fluggesellschaften, gerade hier in Europa oder auch in Nordamerika, bauen ihre Flotten eigentlich mehr oder weniger komplett auf der A320-Familie auf. Aus dem Grund ist die Chance, dass man, wenn man hier einen Kurz- oder Mittelstreckenflug bucht, dass man dann in einem A320 unterwegs ist oder in einem Flugzeug aus der A320-Familie. Die Chance ist da schon relativ hoch. Aber wie wir das immer machen, lasst uns mal zurück auf Anfang gehen. Vorweg natürlich wie immer der Hinweis, auch wenn das in dieser Videoreihe vielleicht ein bisschen so rüberkommen mag, wenn wir chronologisch die Airbus-Modelle behandeln und dann ja dazwischen immer chronologisch die Boeing-Modelle behandeln, dann befinden wir uns trotzdem zeitlich in ganz, ganz unterschiedlichen Welten. Also der A320 ist jetzt auf keinen Fall als Gegenstück oder als Zeitgenosse der vor 3 Tagen vorgestellten Boeing 727 zu verstehen. Die Boeing hatte ihren Erstflug im Jahre 1963, der A320 erst im Jahre 1987. Also dazwischen liegen ja gut 24 Jahre. Und jetzt wundert sich der eine oder andere vielleicht trotzdem, boah, 1987, das ist echt schon eine ganze Weile her. Diesen super modernen A320, den soll es schon so lange geben. Und ja, tatsächlich, der hatte seinen Erstflug vor fast 32 Jahren. Airbus hatte ja damals den A300 und den A310 auf den Markt geschmissen. Beide haben die Luftfahrt nicht revolutioniert, aber sie haben durchaus gezeigt, dass Europäer wirklich Flugzeuge bauen können und dass das durchaus funktionieren kann. Somit wagte man sich mit dem ersten verdienten Geld und einer ganzen Menge Mut und Ehrgeiz an ein neues Projekt. Und diesmal ging man quasi in Richtung Königsklasse. Es ging um die sogenannte Volumenklasse der Luftfahrt und das betrifft Passagierkapazitäten von 100 bis 200 Passagiere und das muss ich keinem von euch erzählen. Für Fluggesellschaften und damit ja auch ganz automatisch für die Flugzeughersteller, die entsprechenden Fluggesellschaften mit den jeweiligen Flugzeugen beliefern müssen, ist diese Klasse das wichtigste Marktsegment und das größte Marktsegment. Und dieses überaus wichtige Marktsegment wurde in den 1980er Jahren von Boeing mit der Boeing 727 oder der 737 oder von McDonnell Douglas zum Beispiel mit der MD-80 beherrscht. Und da jetzt einfach mal dazwischen funken, da musst du schon, glaube ich, echt ein vernünftiges Flugzeug bauen. Das, was ich eben gesagt habe, gilt aber natürlich übrigens nicht für alle Fluggesellschaften, also Airlines wie zum Beispiel Emirates oder Singapore Airlines, die betreiben eine reine Langstreckenflotte. Das Konzept dahinter ist natürlich ein anderes, was anders funktioniert, aber für Fluggesellschaften in Europa, für große Fluggesellschaften in Europa und für viele Fluggesellschaften in Nordamerika zum Beispiel, sind Standard-Rumpflugzeuge nun mal die Arbeitstiere. Und zum Beispiel auch die deutsche Lufthansa war in den 1980er Jahren mit der Boeing 737 ziemlich gut bedient und suchte eigentlich eher nach einem neuen, sehr effizienten Langstreckenflugzeug von Airbus. Das war in dieser Zeit der A340, den gab es daher auch noch nicht. Ja, Airbus entschied sich trotzdem dazu, wir bauen den A320, wir entwickeln das Ding und wir verkaufen das und Air France bestellte nach dieser Veröffentlichung direkt mal 25 Stück davon. Weil Airbus machte ganz vernünftige Versprechen. Und zwar sollte der neue A320 20% mehr Kapazität bieten im Vergleich zur Boeing 737-300 und sollte ganze 50% effizienter sein als die ja ach so beliebte Boeing 727, bei der wir im letzten Video ja schon so ins Schwärmen kamen. Und dann hatte man von Anfang an auch noch über die Option mit verschiedenen Rumpflängen nachgedacht. Also doch quasi ein anpassbares Flugzeug. Ein Flugzeug, das einfach in jeglicher Größe verfügbar ist und somit für jede Kurz- und Mittelstrecke perfekt geeignet ist. Also klingt doch schon mal wirklich sehr vielversprechend. Offizieller Programmstart war dann im Jahre 1984. 1987 war das erste Flugzeug bereits fertig. Und am 21. Februar 1987 sollte der A320 dann zum ersten Mal fliegen. Allerdings liefen an diesem Tag wirklich wichtige Rugby-Spiele. Somit hätte niemand den Erstflug des neuen Airbus mitbekommen. Also verschob man es einfach auf einen Tag später und dann am 22. Februar 1987 flog der A320 zum ersten Mal. Zu diesem Zeitpunkt lagen bei Airbus schon über 260 Bestellungen für den A320 auf dem Schreibtisch. Das war damit schon mal ein ziemlich guter Erfolg. Man hatte das, was man da bauen möchte, schon mal ziemlich gut verkauft.
Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen über Technik sprechen, denn wenn wir uns mal das A310 Cockpit angucken, dann mal ein A320 Cockpit, ist unschwer zu erkennen, da ist eine ganze Menge passiert. Airbus setzte mit dem A320, beziehungsweise kann man eigentlich sagen, ab dem A320 im Hinblick auf die Flugzeugmodelle, die danach noch kamen, setzte ab dem A320 auf eine neue Philosophie. Eine Philosophie, die nicht nur für den Flugzeughersteller neu war, sondern natürlich auch für die Fluggesellschaften und für die Piloten, die ja am Ende des Tages den A320 bewegen mussten. Das große Stichwort war dann Fly-by-Wire. Und das haben viele manchmal ein bisschen falsch im Kopf. Der A320 war tatsächlich nicht das erste zivile Verkehrsflugzeug mit einer Fly-by-Wire-Steuerung. Das hatte viele Jahre zuvor schon die Concorde eingebaut. Aber bei der Concorde lief das Ganze noch analog und die Concorde hatte auch als Backup eine mechanische Vorrichtung zum Steuern des Flugzeuges. Das hatte der A320 dann nicht, da lief das Ganze dann auch in digitaler Form. Somit ist der A320 das erste zivile Verkehrsflugzeug, welches nur über Fly-by-Wire gesteuert wird. Ausgenommen das Seitenruder. Dazu kommt die Gestaltung des Cockpits. Die Anordnung und die Größe der Bildschirme, das ist heute alles völlig normal. 1987 war das aber revolutionär. Und Airbus heimste sich mit dieser neuen Philosophie und dieser neuen Gestaltung des Ganzen eine ganze Menge Kritik ein. Ich meine, man sträubt sich vielleicht erstmal gegen das Neue, hatte aber hier beim A320 teilweise auch echt den ein oder anderen guten Grund dafür. Bei Airbus gab es mit Einführung der Fly-by-Wire-Steuerung jetzt plötzlich eine sogenannte Flight Envelope Protection. Der Pilot, der da am Sidestick rumhantiert und den dann dementsprechend in irgendeine Richtung auslenkt, steuert damit nicht mehr direkt eine bestimmte Steuerfläche an, sondern er gibt quasi eher ein Kommando durch, welches dann, zumindest im normalen Betriebsmodus des Flugzeuges, durch einen Computer geschickt wird, welcher dann das ganze Kommando so bewertet, so weitergibt, wie er das dann für richtig hält und so dementsprechend dann die Steuerfläche auslenkt. Für den Computer unsinnig erscheinende Steuerangaben kommen also so gar nicht an der jeweiligen Steuerfläche an. Das Flugzeug kann sich also selbst schützen. Und das, wie gesagt, alles nur im normalen Betriebsmodus des Flugzeuges. Aber es kann sich zum Beispiel vor einem Strömungsabriss schützen. Verursacht zum Beispiel durch einen zu hohen Anstellwinkel, dann nimmt das Flugzeug automatisch von alleine die Nase wieder runter bzw. hält sie in der höchstmöglichen Position, hat aber davor schon längst wieder Schub nachgeschoben, sodass man den A320 gar nicht mal ebenso in einen Strömungsabriss reinfliegen kann. Das klingt so erstmal natürlich total sinnvoll, sorgte aber natürlich für eine ganze Menge Diskussionen. Das tut es heute aber immer noch. Denn natürlich übernimmt das Flugzeug irgendwann einmal die Kontrolle. Es nimmt die Kontrolle dem Piloten ab, heißt es. Und das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann ja gar nicht sein, weil wenn jemand ein Flugzeug fliegen kann, dann nicht das Flugzeug selbst, sondern natürlich der Typ, der da vorne links sitzt. Ist natürlich alles nur Spaß, aber es gab auch einige Unfälle, die dann wirklich gezeigt haben oder die diese Argumente unterstützt haben, dass der Computer im A320 doch ein bisschen zu viel Macht bekommen hat. Ihr erinnert euch vielleicht an den Absturz eines Air France A320. Dann gab es noch diesen Vorfall mit dem Lufthansa A320 in Warschau, wo man auch herausgefunden hat, dass der Computer hier eine wirklich große Rolle gespielt hat. Und man fand dann auch Jahr für Jahr immer mehr heraus, dass das Ganze auch schlicht und einfach sehr viel mit Training zu tun hat. Denn der Pilot muss natürlich seine Maschine verstehen können. Er muss wissen, was da abgeht, was das Flugzeug tut, was es wann übernimmt, was es selber machen kann und was es auch nicht machen kann. Und dann kann das Airbus-System durchaus einige Vorteile haben. So viel also dazu. Und eine Kleinigkeit gibt's noch. Wie viele Räder hat eigentlich ein A320? Die meisten von euch würden jetzt wahrscheinlich 6 sagen. Aber wusstet ihr, dass man den A320 tatsächlich auch mit 10 Rädern bestellen kann? Es gibt nämlich eine Option, bei der man pro Hauptfahrwerk dann 2 Achsen hat. Hat zum Beispiel Air India im Einsatz. Aber zurück ins Jahr 1987. Im April 1988 erfolgte dann die Indienststellung des ersten Airbus A320-100 und man konnte tatsächlich seine Versprechen halten. Der A320 war zu dieser Zeit eindeutig wirtschaftlicher zu betreiben als das, was gerade sonst so in dieser Klasse unterwegs war. Das sorgte dann natürlich für eine ganze Menge Konkurrenzdruck, der wirklich nicht zu unterschätzen ist, denn er brachte die Luftfahrt dann auch ein ganzes Stück weiter nach vorne. Das ist eine gute Sache. Und dabei hatte Airbus noch gar nicht das volle Potenzial gezündet. Aber das ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Nur die ersten 21 gebauten A320 waren vom Typ A320-100. Die trifft man heute nicht mehr. Das waren Flugzeuge, die etwas kleinere Treibstofftanks und auch ein etwas geringeres Abfluggewicht hatten als die A320-200, die danach kamen. Und man konnte die 100er-Version daran erkennen, dass sie noch keine Wingtip-Fences hatte. Diese kamen dann
kurz danach, noch im gleichen Jahr. Die bekamen dann ja auch noch der Airbus A300 und der A310 nachgerüstet. Die Modelle hießen dann A320-200 und so heißt der klassische A320 auch heute noch. Und wiederum ein Jahr später kam dann neben dem schon erhältlichen CFM56-Triebwerk auch ein zweiter Motor dazu, nämlich die V2500-Triebwerke, und somit konnten die Fluggesellschaften von da an ab 1989 zwischen zwei möglichen Triebwerksvarianten wählen. Und jetzt sprach ich ja aber eben schon von dem entsprechend großen Potenzial. Das wurde dann 1988 bereits angekündigt, Erstflug 1993. Man baute den A321 auf Basis des A320. Der A321 ist dabei gut 7 Meter länger mit 44 Metern als der A320 mit 37 Metern. Und der Flieger war so vielversprechend, dass er noch vor seinem Erstflug 183 Bestellungen absahnen konnte. Darunter war auch schon die Lufthansa, die mit dem A321 dann ja auch tatsächlich ihren A310 und auch den A300 ersetzen konnte. Das Ganze natürlich mit viel geringeren Betriebskosten und mit dem größten Vorteil der A320-Familie, der Kommunalität. Denn ihr wisst alle, der Airbus A320, der A321, der 1995 erstmals geflogene A319 und der noch 2002 dazugekommene A318, alle vier teilen sich mehr oder weniger das gleiche Cockpit. Und das bedeutet, ein Pilot kann theoretisch alle vier Modelle ohne größere Schwierigkeiten fliegen, mit einem Type-Rating. Der Vorteil, den das für die tägliche Operation einer von mir aus sehr großen Fluggesellschaft, die alle vier Modelle gleichzeitig betreibt, haben kann, der ist natürlich enorm. Angefangen mit dem flexiblen Hin- und Herschieben von Crews, einer vereinfachten Planung oder schlicht und einfach dem richtigen Sitzplatzangebot auf jeder entsprechenden Flugstrecke. Das ist schon mal eine gute Sache und wirkt sich am Ende des Tages natürlich vor allem auf die Finanzen aus. Airbus gab den Fluggesellschaften mit dem A320 bzw. mit der A320-Familie eine Produktpalette an die Hand, mit der man so gut wie alles auf der Kurz- und Mittelstrecke vernünftig bedienen kann. Es gibt Rumpflängen von 31 bis 44 Meter, Sitzplätze von 107 bis 236 im A321 und dazu kommt eine Reichweite von 3000 bis fast 7000 Kilometer. Damit kann man schon ganz gut was anstellen und das alles ist gebaut auf mehr oder weniger der gleichen Basis. Und an der Stelle habe ich mal eben beschlossen, machen wir so langsam aber sicher Schluss für heute, sonst wird das viel zu lang. Um ein paar mehr Details und um den A320neo kümmern wir uns dann im nächsten Video. Nur noch ein kurzer Blick auf die Bestellung. Und zwar wurde der A320 im Jahre 2007 zum 5000. Mal bestellt. Im Jahre 2013 wurde dann das 10.000. Flugzeug aus der A320-Familie bestellt und bis heute konnte man bei Airbus insgesamt über 13.500 Bestellungen für Flugzeuge aus der A320-Familie einsammeln. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Und wie gesagt, geht es im nächsten Video, vielleicht sogar direkt morgen, schon um den A320neo. Und da kann man dann nochmal richtig erkennen, wie viel Potenzial noch in diesem Flugzeug steckt, wie viel man da noch rausholen kann. Also sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Schaut gerne mal im Aero News Germany Forum vorbei. Da sind wieder einige interessante Beiträge dazugekommen. Vielen lieben Dank an alle, die da regelmäßig Beiträge schreiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.